Hi Leute, eine Freundin von mir hat sich das gewünscht, dass ich mal ein Video über meinen Mäuseschrank, über meine Mäusekiste mache und es ist wirklich sehr viel, also da, da und da. Ja, das sammelt sich halt so über die Zeit an, über 2,5 Monate jetzt. Ja, sorry für die Musik im Hintergrund. Es muss sein, so leider. Bin ich so ein bisschen weg. Ja, als erstes haben wir hier ganz normale Haferflocken, die ich halt in mein Futter mische und zum Trainieren benutze. Ja, ganz normale Haferflocken. Dann da nicht rein. Habe ich halt hier so Leckerlis, die ich früher benutzt habe. Aber die sind halt nicht so gut für meine, weil da halt sehr viel irgendwie was mit Mais drin ist und das dürfen meine nicht. Halt aber nur, halt, sie dürfen es schon, aber in geringen Mengen nur. Und deswegen benutze ich das jetzt nicht mehr. Die gebe ich meiner Freundin für ihren Hamster. Dann ist hier ein Saatenmix, den ich jetzt eigentlich nicht aufmachen möchte. Ich stelle euch kurz mal hier hin. Ja, ich glaube, ich lasse das so. Shit. Also Leute, hier das ist der Saatenmix, der ist halt von Schnuffelzwerge, das ist ein Internetshop. Das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Dann habe ich hier ganzen Hafer. Ja, nichts Besonderes. Es kommt halt auch um mein Futter. Genauso wie der Saatenmix. Dann hier, was ich eigentlich nicht mehr benutze, was ich trotzdem noch habe. Fertig. Trockenfutter, das sollte ich eigentlich mal irgendwie entsorgen. Nur, es ist eigentlich ganz gut. Ja. Ich mache da halt, ich habe da halt auch immer noch Buchweizen habe ich dazu gemischt und Hafer und Haferflocken und so. Ich tue in meine normale Futtermischung, tue ich so viel in der Hand rein, dass das einfach weggeht. Ja, ich mische mein Futter selber. Nur so. Dann habe ich hier Vierkornmischung. Ja, ganz normale Vierkornmischung kommt auch in mein Futter. Ja, so. Dann habe ich hier einen ganz normalen Proteinmix. Der ist noch nicht angebrochen. Ja. Das Gute ist, da sind halt Heuschrecken, Grillen. Heuschrecken und Grillen sind das Gleiche, also fast das Gleiche. Halt richtig große, lange Mehlwürmer. Und das sah voll aus, als würden die sich bewegen. Das war gruselig. Ja, die kriegen halt ein, zwei Mehlwürmer in der Woche. Dann habe ich hier von, um den Preis zu halten, dieses Sonnengemüse von JR Farm. Ja. Genau. Und halt hier noch das Ratatouille von JR Farm. Kommt halt auch alles in mein Futter. Dann habe ich hier Kaktusblüten. Meine Haare hängen rein. Kaktusblüten. Warte. Ich stelle das hier mal kurz wieder rein, dass ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Dann habe ich hier den Knabberhäppchen-Mix. Aber Schnuffelzwerge, der überhaupt nicht bei meinen Mäusen ankommen. Da muss ich mich mal bei den Kaninchen versuchen. Naja. Was
Also meine Mäuse mögen fast alles, aber also sie sind wirklich sehr darauf erzogen, dass sie wirklich fast alles essen, aber halt so manche Sachen, da streiken sie dann halt, shit, ich muss saugen. Dann sind hier Dinkelflocken, die habe ich halt auch einzeln. Jetzt liegen hier diese ganzen Flocken auf dem Boden, super. Naja, ich muss mir eh mal saugen. Ich muss halt noch alles. Ja. Dann haben wir hier irgendwie so ein Petersilien. Ja, ich muss saugen, Leute. So ein Mix Petersilienstiele, Pfefferminzstiele, irgendwie sowas. Das habe ich nicht gekauft, das habe ich irgendwie umsonst bei Schnuffelzwerge dazu bekommen. Ja. Dann habe ich hier noch mal irgendwie altes Trockenfutter. Ja, so eine Menge von dem Trockenfutter kommt halt in mein normales Futter rein. Und dann haben wir hier noch den Rest. Oh, das Licht ist sau schlecht. Oh, sorry Leute, ihr wart die ganze Zeit auf dem Kopf. Naja, dann filme ich gerade so weiter. Also, Buchweizen. Dann habe ich hier eine Gemüsemischung. Malvenblüten. Flocken. Also Gemüseflocken. Das ist so eine Blütenmischung. Hier sind Ackerbohnenflocken drin. Hier ist mein Rest Hanfsaat. Auch nicht mehr so viel. Dann sind hier Birkenblätter. Hier sind Petersilienstiele drin. Kommen nicht so gut bei meinen an. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Hier haben wir so von J.R. Farm Deku Snack heißt es. Keine Ahnung. Habe ich mal geschenkt bekommen von einer Freundin. Dann sind hier so Blumenmischung. Eine riesen den Knabberhafer, Fenchelsamen, von J.R. Farm Karottenchips, das ist meine Leckerlis. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum die noch nicht angebracht. Da hinten, seht ihr das? Dort. Da in der Schüssel sind, ich hatte zwei Tüten, eine wollte ich meiner Freundin schenken, hatte ich auch ihr geschenkt, aber der ihre Mäuse mochten das nicht. Und dann habe ich es halt wieder mitgenommen. Ja. Dann haben wir noch hier Spitzwegerich. Dann sind hier Dillstiele, die kommen auch nicht gut an. Joa. Das war's mit der Kiste. Kann ich das Zeug hier kurz wieder rein? So, dann kommen wir zu meinem selbstgemixten Futter. Also das ist jetzt im Moment nicht so die vielfältige Version. Weil als es mir ausgegangen ist, haben mir viele Sachen wieder gefehlt. Es ist ausgegangen, wie ihr seht. Es besteht hauptsächlich als Flocken. Normalerweise ist es vielfältiger. Ja. Dann hier nichts Besonderes. Oh, wie es schon draufsteht, warte. Ganz normales Bergwiesenheu. Und hier eine Riesenbox Multifit Chinchillasand. Ich mag den von Multifit eigentlich nicht gerne. Nur mein Badesand war leer. Und dann waren wir halt einkaufen. Und es gab nur den. Und ich brauchte den unbedingt, weil die jetzt schon, glaube ich,
4 Wochen ohne Chinchilla-Sand waren, weil halt 3 Wochen weg war und da war halt schon der Chinchilla-Sand leer. Ja. Dann ist hier so mein Zubehör. Hier von so einer Trinkflasche. So ein Behälter. Halt so ein Halteding, falls mir jetzt kaputt geht. Dann hier Handschuhe. Weil früher waren die halt noch so ein bisschen wilder. Wenn ich dann mit denen zum Arzt musste, musste ich die halt mit Handschuhen rausholen. Dann sind hier noch ich kann gerade nicht zählen. 7 solche Röhren, eines noch im Stall. Hier ein Napf, den ich unbedingt mal auswaschen muss. Ein Waschlappen, ein Trockentuch, ein Schwamm. Und ganz viel Holz. Und hier, das ist so ein abgenacktes Ding, das war von J.R. Farm. Ja, das war super cool. Und hier sind noch so Einpacktüten und hier irgendwas. Weiß ich gerade nicht, was es ist. Ja. Das war eigentlich schon mit meinem Mäuseschrank. Sorry, dass das Video jetzt aus dem Kopf war. Naja. Bye.